Große Momente, schicksalhafte Begegnungen, unvergessliche Augenblicke. Unsere Geschichte, wie er sie sah, Mr. History. Oft kopiert und doch unerreicht. ZDF History sagt Goodbye, Guido Knopp. Dabei hatte ich noch so viele Pläne. Noch einmal letzte Geheimnisse Adolf Hitlers beleuchten. Noch einmal nachweisen, Kennedy lebt und hat noch immer festes Haar. Noch einmal betrunken Rhönrad fahren. Alles begann 1984, ein zukunftsweisendes Jahr. Olympische Spiele in L.A. I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Eröffnet von Ronald Reagan, einem US-Präsidenten aus Hollywood, dessen Pläne an großes Kino erinnern. SDI, Star Wars gegen das Reich des Bösen im Osten. Dort, im Kreml in Moskau, stirbt in diesem Jahr der kommunistische Parteichef Juri Andropow. Vorgänger eines gewissen Michail Gorbatschow, den zu dieser Zeit noch kaum jemand auf der Rechnung hat. Der spätere Männerfreund allerdings ist schon 2 Jahre Kanzler, Helmut Kohl. Ein späterer Vizekanzler macht sich dieser Tage in Bonn mit feinsinnigen Bemerkungen einen Namen. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Und nach Unterbrechung der Sitzung rief Fischer Stücklen zu, ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Popkultur prägt die 80er. Auch bei den Royals. Im deutschen Fernsehen ist die Welt noch in Ordnung. Die öffentlich-rechtlichen Sender genießen ihr Monopol. Im Frühjahr 84 dann eine technologische Revolution. Das Kabelfernsehen bringt die Qual der Wahl. Unvorstellbare 24 Programme statt 3. Wer wagt da schon einen Blick zurück? Denn wir hatten ja Zeiten, an die man sich allmählich kaum noch erinnern mag, wo Geschichte eigentlich als was für Vorgestrige in jeder Hinsicht angesehen wurde und wo man im Grunde der Meinung war, wir gucken nach vorne, wir bauen neue Gesellschaften und Rückblick und Geschichte, das war etwas von gestern. Das ZDF-Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg. Hier arbeitet ein junger Historiker, der gern zurückblickt, aber eine eigene Redaktion dafür vermisst. Ich hielt das für ein Defizit und da habe ich eben gefordert, dass wir unbedingt eine Redaktion Zeitgeschichte einrichten. Das dauerte so 1,5 bis 2 Jahre. Da waren einige Leitsordner, die mit Denkschriften voll wurden. Und am Ende 84 waren alle vielleicht ganz erschöpft und haben gesagt, gebt dem Jungen seine Redaktion. Ich erinnere mich jetzt nicht genau an eine Denkschrift, aber es würde zu seiner Persönlichkeit passen. Er ist nicht jemand, der abwartet. Er ist dynamisch. Wenn er eine Idee hat und der Meinung ist, dass sie richtig ist, dann setzt er sich dafür auch uneingeschränkt ein. Die Geburtsstunde der Redaktion Zeitgeschichte. Ihr erster regelmäßiger Sendeplatz, ein Late-Night-Programm für das geneigte Publikum. Trotz wachsender Konkurrenz hält das ZDF weiter an guten alten Traditionen fest. So gibt es auch 1985 noch immer die Nationalhymne zum Sendeschluss. Und wer, wenn nicht die Historiker des Hauses, sollten dafür die besten Bilder liefern können? Parallel dazu startet die Redaktion mit einem eigenen historischen Magazin durch. Willkommen zur neuen ZDF-Sendereihe damals vor 40 Jahren, meine Damen und Herren. Mit Kriegsende, die junge Bundesrepublik und die deutsche Teilung, das sind die brennenden Themen dieser Zeit. Hans-Werner Schwarze sagte,
Herr Knopp, wenn es mal in einer Sendung mehr Buntes zu berichten gibt, also zum Beispiel Mode oder Frauen oder Lifestyle, wovon er nicht so viel verstehe, dann könne er doch Guido Knopp auch mal moderieren. Und den Ball hat Guido Knopp aufgenommen. Guido Knopp ist ein Historiker, seine Worte sind Gesetz. Wer ihn kennt, der weiß das, wer nicht, der weiß es jetzt. Ja. Ist das amerikanisches Fernsehen? Nee, nicht Clinton. Britisches Fernsehen? Politiker oder Schauspieler? Entweder ich habe jetzt einen Blödfunkkopf. Genau. Sehr gebildet auf alle Fälle. Bin immer nicht sicher. Ja, wahrscheinlich hat das was mit Geschichte zu tun. Ein Historiker, der macht so Dokumente, ja, sehe ich sehr gern. Nee. Leider nicht. Nee, sonntags ist Fußballzeit. Unser History-Mann, ja. Kann ich was lernen? Na, vom ZDF, der Knopp, Kopp. Knopp, Knopp. Knopp, ja. Verdankt Guido Knopp seine Popularität am Ende auch unfreiwilligen Gastspielen im DDR-Fernsehen? Zu bewegen, 5 Jahre nach der Stunde Null wieder Gewehre in die Hand. Für den schwarzen Kanal der SED ist er von Anfang an ein rotes Tuch. Der Weg zur Bundeswehr war schwierig. Paramilitärische Verbände gab es damals nur im anderen deutschen Staat, der DDR. Die kasernierte Volkspolizei mit 70.000 Mann. Der Kanzler sah das als Bedrohung. Also das ist schlicht gelogen, meine Zuschauer. Doch die DDR belässt es nicht bei Propagandaarbeit. Sie setzt einen Spitzel auf die Redaktion an, getarnt als Praktikantin. Heimlich verschafft sich I.M. Swantje einen Überblick über die Sendevorhaben der jungen Redaktion. Unter anderem eine Sendung zum 17. Juni, damals Tag der Deutschen Einheit, bei der wir die Idee hatten, entlang der Zonengrenze ganz verschiedene Dörfer zu besuchen, Lichter aufzustellen, zu gemahnen. An die Teilung haben wir natürlich nicht gemacht. Und Alarm, Alarm bei der Stasi, Provokation, sozusagen Störung des Weltfriedens. Die junge Dame kriegte dann einen Orden verliehen, ja. Und wir merkten erst Jahre später, wes Geistes Kind sie gewesen ist. Sie gab es aber offen zu, da sie damals spionierte. Aber für mich war das Fazit, wenn ein Staat sich den Luxus leistet, bei einer neu gegründeten Redaktion Sendepläne auszuspionieren, dann hat er zu viel zu tun. Dann ist er auf tönernen Füßen gebaut. Und das war ja auch der Fall. Den Massenexodus aus der DDR kann dann auch die Stasi nicht verhindern. 1989 wird die Grenze zum Westen durchlässig. Ungarn baut den Stacheldraht zum Nachbarland Österreich ab. Der eiserne Vorhang bekommt Risse. In Prag suchen Tausende Zuflucht in der westdeutschen Botschaft. Der Blick des ZDF-Chefhistorikers wendet sich in diesen Tagen noch weiter gen Osten. China, China heißt die Sendung, mit der er am 30. September 89 auf Sendung ist. Wo im Juni dieses Jahres junge Revolutionäre gegen ihre Herrschaft rebellierten. Zur gleichen Zeit fand natürlich in Prag Geschichte statt. Genscher sprach auf dem Balkon von Prag den schönsten unvollendeten Satz der deutschen Geschichte. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Und der Rest erstarb im Jubel der Menge unten im Garten. Keiner wollte uns sehen. Geschichte fand statt, deutsche Geschichte. Das war mein größter Flop. Und dennoch bin ich froh darum, dass Genscher diese Worte gesprochen hat. Es ist der Anfang vom Ende der DDR. Auf den Straßen ostdeutscher Städte fordern fortan Zehntausende immer wieder montags Freiheit. Trotz Angst vor bewaffneten Kampfgruppen und Polizei. Nur wenige hundert Meter weiter zelebriert die SED-Regierung am 7. Oktober im Palast der Republik den offiziellen Galaempfang zum 40. Jahrestag der DDR. Draußen geht die Polizei mit äußerster Brutalität gegen die sogenannten Staatsfeinde vor. Nur durch ein glückliches Missverständnis führen die SED-Genossen den Fall der Mauer schließlich selbst herbei. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen
von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Die friedliche Revolution ist geglückt. Die deutsche Teilung Geschichte. ...1991 geht eine Doku-Reihe auf Sendung, die schon in den Jahren der Teilung vorbereitet worden war. Der verdammte Krieg. Eine Koproduktion mit dem sowjetischen Staatsfernsehen. Und diesen schrecklichen, verdammten Krieg, den stellen wir, die Russen und die Deutschen, jetzt zum ersten Mal gemeinsam dar. Ich hoffe, dass das zur Versöhnung beiträgt, denn es gibt ja keine russische und keine deutsche Wahrheit, sondern eigentlich nur eine einzige. Zusammen mit einem sowjetischen Kollegen moderiert Guido Knopp die Sendereihe. Das Joint Venture öffnet erstmals bislang verschlossene Archive. Ob Dokumente oder Filmmaterialien, vieles war im Westen zuvor schlichtweg unerreichbar. Als Praktikant der Redaktion schnüffelt damals auch heute Moderator Matthias Fornoff in den angestaubten Akten. Ja, das war spannend, weil in der Zeitgeschichte gerade dieser große Mehrteiler entstand, der verdammte Krieg. Und in der Zeitgeschichte dann Guido Knopp, der im besten Sinne wirklich ein Besessener war für seine Sache, der gebrannt hat für diese Themen und der vor allen Dingen eine Mannschaft um sich hatte, die er begeistern konnte. Doch wie weit geht die Begeisterung der Kremlherrscher für Guido Knopp? Für eine Diskussionsrunde bittet er sie, ihr Allerheiligstes zu räumen. Wir wollten den Katharinensaal. Die Kremlverwaltung wollte natürlich gar nicht. Die Verhandlungen waren lang, die Verhandlungen waren zäh und als alle schon völlig erschöpft waren, sagten wir dann, liebe Kollegen, jetzt sagt uns doch mal bitte, können wir euch irgendwie helfen? Was braucht ihr denn? Na, und sie schauten uns tief in die Augen, seufzten und sagten, also wenn Sie uns so fragen, wir bräuchten eigentlich Staubsauger. Das war unsere Chance. Die Diskussion findet statt. Und zum ersten Mal in der Geschichte aus dem Allerheiligsten des Kreml eine Fernsehdiskussion für Zuschauer in Deutschland und in der Sowjetunion. Die Kremlherrscher kommen und gehen. Aber unsere Staubsauger, made in Germany, die laufen immer noch. Die 90er, eine Zeitenwende. Deutschland wächst allmählich zusammen und wird Fußballweltmeister. Rot-Grün entert den Reichstag. Die Love Parade, die Straßen von Berlin. Die Redaktion Zeitgeschichte startet ins neue Jahrzehnt mit einem Quiz. Gut 10 Jahre vor Günther Jauch. Das. Ein Quiz zur deutschen Zeitgeschichte. Am Klavier Klaus Wüßhoff. Hallo. Moderator Guido Knopp. Nein. Wow. Doch mit Bart. Jesus Christus. Guido Knopp mit Bart. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das hänge ich mir als Poster zu Hause hin. Wenig später das nächste Erfolgsformat. Montagabend, 8.15 Uhr, live aus Mainz. Willkommen, liebe Zuschauer, bei Pickwicken. Was ist das denn für ein Name? Richtig. Die Antwort ist 9 cm groß und schaut so aus. Das ist Professor Hiqui. Also für solche Namen wie Hiqui kriegst du in manchen Ländern 3 Jahre ohne Bewährung. Glaube ich. Da kommt einer vom großen Fernsehrat und sagt, ab in den Knast. Und Qui wie Quiz. Herzlich willkommen bei History, das ZDF-Geschichtsquiz. Am Ende der Entwicklung steht eine erfolgreiche Primetime-Sendung, die Geschichtswissen mit Spaß vermittelt. Und, zwischen den Kombattanten, möchte ich sie gerne mal nennen, sitzt ein Herr, der historisch mit allen Streitfällen bestens vertraut ist. Der wandelnde Geschichtsalmanach vom Lerchenberg. Begrüßen Sie Professor Dr. Guido Knopp. In welcher Stadt wurde Angela Merkel geboren? Templin.
solche Themen wie ein Geschichtsquiz. Da steckt auch ein Schmunzel dahinter, da steckt auch Spaß dahinter. Das darf Freude machen, das denke ich. Aber Trauer, Leid, Information, Emotion, die gibt es auch. Es muss nur eine Waage sein, die das Gleichgewicht hält. Mehr Informationen, mehr Wahrheit. Ein Ende der Mythen. Das ist der Anspruch einer ZDF-Reihe aus dem Jahre 1995. Hitler, eine Bilanz. Erstmals blickt das Fernsehen umfassend hinter die Fassade des deutschen Diktators. Dass diese Zukunft restlos uns gehört. Es schien, als ob er selber an das glaubte, was er sagte. Dass diese Zukunft restlos uns gehört. Was ihn für viele glaubhaft macht, ist nicht das Argument, es ist die Inbrunst seiner Rede. Hitlers Stil und Diktion werden markant dargestellt. Diese Machart ist nicht unumstritten. Dennoch zieht die Reihe Millionen in den Bann. Dass das alles die Zuschauer interessieren würde, das hat uns nicht überrascht. Dass es dann ein so Millionenpublikum war, das schon. Wir waren allerdings auch der erste Sender, der das in dieser Breite darstellte und zur besten Sendezeit, die es dafür gab. Auch viele neue Filmfunde entzaubern den Mythos. Der Trauerzug für den bayerischen Sozialisten Kurt Eisner, 1919. Unter den Anhängern Hitler. Ein Fähnlein im Winde? Noch nie gehört bis dato auch ein heimlich aufgezeichnetes Gespräch, das Hitlers Wahn vom Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion offenbart. Wenn niemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. 35 hätte ich das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt. Das wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst. Ein Entschluss, der am Ende in den Untergang führt. In den folgen viele Deutsche ihrem Führer scheinbar willenlos. Erstmals spricht Hitlers Sekretärin Traudl Junge über den Moment nach dem profanen Selbstmord ihres Führers. Ich kann es eigentlich nicht besser sagen, als ein Marionettenspieler lässt plötzlich die Fäden los. Und dann hängen die Puppen so ohne Leben rum. Jetzt auf einmal ist da keiner mehr, der befiehlt, was getan wird. Und der das, die Richtlinien gibt, der das Leben der anderen mitreißt, sondern jetzt muss jeder für sich allein entscheiden. Und da war ich gar nicht vorbereitet und viele andere auch nicht. Getreu dem Motto Aufklärung braucht Reichweite, folgen weitere Doku-Reihen zu Hitler und seinen Getreuen. Eine umfassende Aufarbeitung der Nazi-Diktatur. Von der Spitze bis zur Basis. Der Moment, an dem wir alle mit Guido Knopp und dieser Redaktion Zeitgeschichte in Berührung gekommen sind, war natürlich diese großen Dokus. Hitlers Helfer, die Bilanz und so weiter. Die Frauen spielten dann irgendwann nochmal eine Rolle. Und das war bei allem, was da ja auch an Kritik gekommen ist, richtungsweisend. Kritisiert werden vor allem die sogenannten szenischen Rekonstruktionen. Auf einmal war da gleißendes Licht. Und Lärm. Natürlich herrschte Chaos. Chaos. Endstation Auschwitz. Die Selektion begann und es hieß immer nur links, rechts, links, rechts. Darf man das Grauen nachstellen? Das muss man dann immer im Einzelfall prüfen und muss im Einzelfall sich darüber Gedanken machen. Es gibt sicherlich gelungene Formen, es gibt weniger gelungene Formen, das ist klar. Aber dass man szenische Rekonstruktionen einsetzt, um dem Zuschauer zu verdeutlichen, wie eine, nach bestem Wissen und Gewissen, wie eine historische Situation wohl gewesen ist, das halte ich für ein sehr legitimes Mittel. Die größte Herausforderung folgt zur Jahrtausendwende. Das gesamte 20. Jahrhundert in 1000 Sendeminuten. Ein hundertteiliger Countdown.
zwischen Massenmord und dem Streben nach Freiheit. Keine Sendereihe zeigte so sehr die Widersprüchlichkeit des 20. Jahrhunderts. Keine Dokumentation wurde so oft wiederholt wie die 100 Jahre. Auch das 21. Jahrhundert fordert den Deutschen einiges ab. Statt D-Mark Euro. Zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Regierung. So wahr mir Gott helfe. Und es gibt noch einen Grund zum Feiern. 2000 startet die Zeitgeschichte ein neues Format. ZDF History. Geschichte. Spannend wie ein Krimi. Rätsel, Mythen und Legenden. Ungeklärten Fällen auf der Spur. Detektive der Geschichte. History. Das Magazin mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Unsere Sendung will Ihnen Geschichte erzählen. Deutschland, deine Bundespräsidenten. Jung, frech und investigativ soll es sein. Noch immer fest in Männerhand. Repräsentieren statt regieren. Mal Traumberuf, mal Bürde. Wer hat den besten Job gemacht? Der Präsidentencheck. Themen und Stil variieren. Guido Knopp. Die Geschichten hinter der Geschichte. Doch eines bleibt immer gleich. Der Moderator und sein letzter Satz. Bis dahin. Bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie uns treu. Guido, als Moderator, ich habe den unheimlich gern vor der Kamera gehabt. Mit dem kann man vorher reden, den kann man führen während der Sendung. Und der lebt Geschichte. Liebe Zuschauer, im Studio lässt er sich führen, außerhalb führt er. Dafür hat er einprägsame Worte. Wenn er etwas wirklich wollte, dann sagte er, muss, muss. Und dann war es besser für uns, das wirklich auch umzusetzen, so wie er es wollte. Das muss, muss zahlt sich aus. Im Redaktionsarchiv kommen so zigtausend Bänder zusammen, darunter zahlreiche exklusive Funde. Hitler bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. So durfte ihn die Propaganda nie zeigen. Farbaufnahmen aus der Nähe von Hitlers Helfer Hermann Göring, der später sagen wird, Hauptsache 12 Jahre gut gelebt. Private Bilder, die den blutigen Krieg im Osten aus der Perspektive des einfachen Soldaten zeigen. Und schließlich einzigartige Farbaufnahmen aus dem Wankdorfstadion vom Wunder von Bern, dem deutschen Sieg im WM-Finale 54. Hinter den Funden steckt nicht nur Glück. Ich weiß, dass wir für das Wunder von Bern wirklich ein ganzes Jahr recherchiert haben, um dieses verschollene Fußballspiel wieder zusammenzukriegen. Und wir haben es zu 2/3 wieder zusammengebracht. Ich kann mich wirklich erinnern, dass er sich unglaublich darüber gefreut hat, dass man etwas so verloren gegangenes wieder zum Leben erweckt hat. Die Autoren sollen nicht nur die besten Bilder finden, sondern auch die Geschichten dahinter. August 45. Auf dem Times Square in New York feiern Amerikaner das Ende des Zweiten Weltkriegs. Unter den Feiernden ist der Fotograf Alfred Eisenstädt. Im kollektiven Freudentaumel schießt er ein Bild, das weltberühmt wird. Der Siegerkuss. Doch wer ist der unbekannte Seemann auf dem Foto? Die Detektive der Geschichte finden es heraus. Es war der Marinesoldat George Mendoza, der da so herzhaft zupackte. Und es war Greta Friedrich, die es erwischte. Keine Krankenschwester, sondern Zahnarzthelferin. Beide waren weder vorher noch nachher ein Paar. Die Redaktion bringt sie noch einmal am alten Platz zusammen. Doch diesmal wird der Kuss nicht in die Geschichte eingehen.
Im Jahr 2000 startet die Reihe Holocaust. Der Mord an den Juden wird erstmals an 6 Abenden für ein Millionenpublikum dokumentiert. Die Serie zeigt schonungslos unfassbares Geschehen in Bildern und Erinnerungen. Das Massaker von Libau 1941 ist eines davon. Wir waren ein paar hundert Leute und plötzlich ist gekommen ein Befehl, alle Männer raus. Mein Vater hat zu weinen begonnen. Er hat sich geküsst mit mir, hat mir seine Uhr gegeben. Er hat gewusst, das ist das Ende. Filmaufnahmen eines Marinesoldaten. Ich hab das gesehen, wenn sie da abgeknackt wurden. Ich war ja nur 100, 150 Meter von der Stellung entfernt. Von da aus konnten wir alles sehen. Einer spricht zum ersten Mal. Muss das sein? Hätte ich viel früher machen müssen. Wenn ich das gleich gemeldet hätte, vielleicht wäre aufgeräumt worden, nicht? Also man konnte sich das, was da war, optisch überhaupt nicht mehr vorstellen. Und insofern ist ja die Erinnerung, die etwas zurückruft und eben plausibel macht, wie das mal ganz anders war, außerordentlich wichtig. Das wird immer wichtiger werden, je mehr diese Zeiten zurückliegen, gerade in unseren befriedeten Regionen der Welt, desto schwerer werden ja junge Menschen begreifen können, wie das eigentlich alles mal gewesen ist. 1 Million Menschen starben allein in der Todesfabrik Auschwitz. Die Verbrechen werfen immer neu die Frage auf, wie konnte es dazu kommen? Der Jahrhundertmord wird erst beendet durch den Vormarsch von Briten, Amerikanern und Roter Armee. Doch was dann geschieht, ist lange ein Tabu. Im Bombenkrieg, bei Flucht und Vertreibung, werden Deutsche auch Opfer. 2001 geht die Reihe Die große Flucht auf Sendung. Wie passt deutsches Leid zur deutschen Schuld? Kein Mensch wird uns die Trauer um ermordete Juden, Polen, Russen, Roma, Sinti, was immer, glauben, wenn wir unsere eigenen Opfer nicht betrauern. Opfer, die nur selbst ihr Leid erzählen können. Wann bekam die Tiefflieger? Und die kamen ganz tief, ich habe noch hochgeguckt, mein Bruder auch. Und in dem Moment da hagelten die Bomben. Mein Bruder, der mich sonst immer beschützt hat, lag neben mir und naja. Und ich habe geschrien wie ein wie am Spieß. Das vergesse ich nicht, das waren seine letzten Worte. Ich kann mir die Beine nicht mehr bewegen. Und dann dauert es nicht lange und er war still. Viele Zeitzeugen sprechen zum ersten Mal über das Trauma ihrer Kindheit. Immer wieder nähert sich die Redaktion dem Phänomen Drittes Reich. Der Blick auf Täter und Opfer, er beleuchtet viele Facetten des NS-Regimes. Manch einem ist das zu viel. Kritiker unterstellen der Redaktion und ihrem Leiter eine Art von Hitler-Versessenheit.
Jemand hat mal ausgerechnet letzthin, dass die Produktionen, die sich mit Hitler, Hitlers Helfershelfern und dem Dritten Reich beschäftigt hatten, ungefähr 5% meiner 2000 Produktionen insgesamt ausgemacht haben, für die ich seit 1985 Verantwortung getragen habe. Dass sie so beachtet wurden, ist ein Indiz dafür, dass wir Deutsche mit dieser Zeit nicht fertig geworden sind. Für seine rund 2000 Produktionen erntet der Redaktionsleiter nicht nur Kritik. Qualität und Quote. Diese Mischung ist preisverdächtig. Für Guido Knopp regnet es Ehrungen und Auszeichnungen. Wer den Goldenen Löwen 1997 für die beste Dokumentation gewonnen hat, es ist Professor Dr. Guido Knopp für Hitlers Helfer. Es folgen die Goldene Kamera, der International Emmy und der Deutsche Fernsehpreis. Wenn es kein Beruf wäre, wäre es ein Hobby. Vielen herzlichen Dank. Auch international räumt der ZDF-Chefhistoriker jede Menge Preise ab. Thank you very much. Mal allein und mal gemeinsam. Dafür kommt er ganz schön rum. Wir haben zusammen einige Preise gewonnen, darunter der History Makers Award, New York Festivals, gleich zweimal den Japan Preis und dann haben wir noch etwas gewonnen, die Goldene Romy für den Südpol. Ein Preis, der nicht nur gute Erinnerungen weckt. Das größte Abenteuer ihres Lebens. 400 Kilometer durch die Antarktis. Deutschland gegen Österreich. Beim Wettlauf zum Südpol 100 Jahre nach Scott und Amundsen gehen die Teilnehmer an ihre Grenzen. Unter ihnen auch ZDF-Moderator Markus Lanz. Wetten, dass er gleich schimpft? Sie geben uns mit einlagiges Toilettenpapier, das in einem Schneesturm sofort vom Winde verweht ist. Ich vermute mal, wenn es nulllagiges Toilettenpapier gäbe, Sie hätten es gekauft. Auch Knopp hat es nicht immer leicht. Der History-Moderator ist ein beliebtes Ziel für Spaßvögel aller Sender. Hier beim NDR, im Studiobunker Nummer 45, hat der renommierte Hysteriker Dr. Guido Knopp mittlerweile alle Sendungen über Hitler gemacht, die man machen kann. Zuletzt den Quotenhit Hitlers Ponys. Jetzt soll er etwas über die norddeutsche Geschichte erzählen. Ganz ohne Hitler. Guten Abend zu einer weiteren Folge von NDR Hysterie. Er war schon als Kind ein Lausejunge und sein Schabernack ist bis heute unvergessen. Adolf Hitler. Doch um ihn soll es heute leider nicht gehen, sondern um Till Eulenspiegel. Alles weitere dazu in meiner 30-teiligen DVD-Kollektion Schabernack unterm Hakenkreuz, Hitler und Eulenspiegel. Am besten sofort bestellen. Mein Name ist Guido Knopf und ich sage guten Abend. Was macht das Leben hier auf der Erde lebenswert? Die Detektive der Geschichte. Die haben echt nichts anderes zu tun. Sie recherchierten. Am meisten Kraft schöpften die Menschen, indem sie sich Promis im Fernsehen anguckten. Egal wobei. Kochen, den Hund entlausen, sich selbst entlausen oder betrunken vom Esel fallen. Also der prominenteste Prominente bin ja eigentlich ich. Ich meine, wen kennt denn die ganze Welt seit fast 100 Jahren? Hä? Ja, den Papa. Hä? Ja, und insofern ärgert mich das schon, ja, dass jetzt der Markus Lanz Wetten, dass moderiert. Ja. Aber bitte, gehe ich halt auch zum Supertalent. Ja. Vielleicht das Markenzeichen der Redaktion, die Zeitzeugen. Für einen Film über die Regisseurin Leni Riefenstahl wird ihr Kameramann Hans Ertel gesucht. Gewünscht ist immer Geschichte aus erster Hand.
Und wir haben einen Film gedreht über Leni Riefenstahl und sind zu diesem Zweck nach Bolivien gefahren, weil dort lebte Hans Ertel. Allerdings lebte der auf einer total verfallenen Ranch mitten im Dschungel, im Urwald. Und seinerzeit mussten wir ja diese Interviews noch vor einem schwarzen Hintergrund drehen. Es gab aber überhaupt gar keinen Innenraum, wo man den hätte aufstellen können. Und so haben wir eigentlich diesen schwarzen Vorhang mitten in den Dschungel gehangen, haben ihn interviewt. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man auch die Dschungelgeräusche. Also das war schon wirklich was Besonderes. Er hat sie alle vor der Kamera gehabt. Bundeskanzler, Präsidenten, Generalsekretäre, Staatsmänner und Staatsfrauen, gekrönte Häupter und künftige Päpste. In gut 30 Jahren Redaktion Zeitgeschichte entsteht eine einzigartige Sammlung. Ich habe schon Ende der 90er Jahre gesagt, wir müssen irgendwas machen, um diese Erinnerung für die Nachwelt zu bewahren. Wir haben also einen gemeinnützigen Verein gegründet und haben den Verein dann gemeinsam mit Uli Jörges vom Stern, der sich sehr engagiert hat, weitergeführt. Das heißt also das Gedächtnis der Nation. Wir haben ein fahrbares Studio, das durch die Lande fährt und jenseits unserer Fernseharbeit Zeitzeugen interviewt zu den Wendepunkten ihres Lebens. Eine Mammutaufgabe. Es gilt, den Erinnerungsschatz der Nation zu bergen, bevor er verloren ist. Nicht nur Prominente werden befragt, für die Nachwelt kann jede Erinnerung bedeutsam sein. Die Idee war eben, die Erinnerungen festzuhalten in einem gemeinnützigen Projekt, wo niemand was bezahlen muss, wo Schulen und auch Lehrer Zugriff drauf haben und wo jederzeit das, was in Schulbüchern gelesen wird, untermauert werden kann durch lebendige Menschen, die erzählen, wie sie die Situation erlebt haben. Die gesammelten Interviews sind schon jetzt im Netz abrufbar unter www.gedächtnisdernation.de. Reinschauen lohnt sich. WM 2006. Ein schwarz-rot-goldenes Sommermärchen. Für viele die Geburtsstunde eines neuen positiven Nationalgefühls. Die Zeit scheint reif für einen lang gehegten Plan, die Deutschen an ihre eigene Geschichte zu erinnern. Ich hatte diese Reihe schon im Jahre 1985 vorgeschlagen und gut Ding will Weile haben. 2008 haben wir dann die erste Staffel gesendet von Otto dem Großen bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis Wilhelm dem Letzten. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Für die Demokratie! Das ist, glaube ich, auch die Botschaft dieser Sendestaffel gewesen, dass es Bereiche der deutschen Geschichte gibt, auf die wir auch sagen, zu Recht stolz sein können. Auch wichtige Teile der deutschen Geschichte, eine wichtige Entwicklung, mit der wir uns auch beschäftigen müssen. Nicht nur auch das 20. Jahrhundert, auch eben die vorherigen Epochen. Die zehnteilige Reihe erweckt Geschichte zum Leben, die jeder Zuschauer aus dem Schulbuch kennt. Etwa der Auftritt des deutschen Reformators im Dom zu Worms 1521. Als Luther in Worms vor den Reichstag treten soll, hat der Papst ihn schon als Ketzer gebrandmarkt. Vor der Versammlung mit König, Fürsten, Vertretern der Städte und Stände erhält er die Chance zu widerrufen. Sonst droht ihm die Reichsacht, damit der Tod. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Gott helf mir. Welche Bedeutung haben diese alten Geschichten heute?
Jemand, der als Person nichts von seiner Familie, von seinem Herkommen, von all diesen Dingen weiß, ist sehr schwach, sehr geschwächt. Und das gilt natürlich auch für Nationen, das gilt auch für die Deutschen. Und bis heute würde ich sagen, dass das Bewusstsein der Deutschen von ihrer eigenen Vergangenheit, auch ihrer eigenen Bedeutung, die sie über Jahrhunderte gehabt haben, viel zu gering ist. In puncto Aufwand und Technik setzt die Dokumentarreihe neue Maßstäbe. Wo am Drehort noch grüne Leinwände stehen, sieht man später diese Bilder. Wir haben unser Portefeuille in den Jahren nach 2000 deutlich erweitert. Da sind szenische Elemente stärker natürlich beachtet worden, behandelt worden. Und auch das Element CGI, also computergrafische Information, das ist natürlich noch heute viel, viel interessanter und viel attraktiver, als es vor 10 Jahren gewesen ist. Das ist die Zukunft des dokumentarischen Fernsehens. Eine Zukunft ohne Guido. Im Studio laufen die Vorbereitungen für den letzten Auftritt. Was wünschen ihm Weggefährten zum Abschied? Ich wünsche Guido Knopp natürlich in erster Linie mal Gesundheit und weiterhin ganz viel Neugier und Spaß am Leben. Ich sehe ihn auch nicht Rosen schneidend im Garten oder den Hund ausführen, spazieren gehen. Er ist auch in einem positiven Sinne, in einem geistigen Sinne ein unruhiger Mensch. Er wird immer etwas machen. Ich vermute mal, dass er die Zeit nutzen wird, um durchs Land zu fahren, Vorträge zu halten, mit Menschen zu reden, vielleicht auch neue Projekte zu entwickeln. Er wird nicht weg sein, er wird öffentlich sein. Dafür, das wünsche ich mir erstens, und zweitens wünsche ich mir, dass er dafür gesund bleibt und die Lust an der Arbeit nicht verliert. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, Gesundheit, Power und Musmus. Aber leider kann's nicht immer so sein. So sehen Sie das, die Detektive der Geschichte. Liebe Zuschauer, das war's. Nach über 34 Jahren ZDF sage ich Adieu. Ich bin dem Sender dankbar für die Möglichkeiten, die er mir gegeben hat. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an Geschichte. Und ich danke meiner Redaktion für Ihre tolle Arbeit, für Ihr großes Engagement. Ich gehe, doch die Detektive der Geschichte bleiben. Das sind Sie. Danke. Bleiben Sie auch Ihnen allen treu. Adieu. Nächstes Mal in History, die Schwiegermutter der Queen. Verrückte oder Heldin? Die unglaubliche Geschichte der Alice von Battenberg. Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History, Geheimnisse der Geschichte.